Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück. Heute habe ich schon alle Rennen gemacht und auch alle täglichen Aufgaben, weil hier waren wir ja noch gar nicht, von dem her habe ich die noch nicht gemacht. Die täglichen habe ich auch soweit abgearbeitet schon, bis auf die Weihnachtsaufgaben. Die habe ich uns natürlich gelassen, die möchte ich mit euch zusammen machen. Und ich würde sagen, dass wir damit auch gleich anfangen. Das ist da hinten. In Valedale. Ich glaube, da waren wir auch schon zusammen, ne? Wir waren, glaube ich, nur noch nicht in Firkgrove. Oder waren wir dort auch schon? Nein, ich glaube nicht. Was haben wir denn noch? Abfüllen des Glühweins. Das ist im Silverclade-Landgut. Ja, wir gucken mal eben in den Transporter. Ob wir denn schon nach Valedale, ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht, ob wir da hinkommen. Nee, eben nicht. Das ist ein bisschen blöd, da müssen wir also relativ weit laufen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Silverclade Pferdesportcenter, also zum Landgut, und machen dort die Quest für die Baroness, die Weihnachtsquest, und gucken dann nochmal weiter. Und gehen dann eben erst die Kerzen machen. So, wo ist sie denn? Da hinten ist sie. Die nette Baroness. Hallo. Hallo Brielle, die Brauerei ist in voller Fahrt und wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Entlang der Mauer haben wir Fässer mit Glühwein gestapelt. Diese müssen in die leeren Flaschen gefüllt werden. Es wäre toll, wenn du uns mit einem Dutzend Flaschen helfen könntest. Ja, klar, natürlich, machen wir. So, du bleibst mal hier stehen. Und wir sammeln erstmal die ganzen Flaschen ein. Und da liegt auch noch eine. Und dann füllen wir die mal alle auf. Und hier. Ich glaube, nach Silverclade Village müssten wir auch noch für den Ratsmann die Quest machen, die Weihnachtsquest. Und die haben wir auch noch gar nicht fertig da. Das ist immer, die zählt nicht als tägliche, die vergesse ich dann meistens. Aber da gucken wir dann gleich auch noch. Das können wir ja alles machen und dann reiten wir nach Valedale, ich glaube, zu Elizabeth? Oder wie die heißt? Ich glaube, Elizabeth. Wir können sie ja einfach E nennen. Das passt dann schon. Ich glaube, Elizabeth heißt die. Oder Elizabeth würde ich da eher, ja, genau. Sunbeam. So, Frau Baroness, wir sind fertig. Danke für die Hilfe, Brielle. Möglicherweise brauche ich bald noch mehr Hilfe. Ja, dann nur einfach Bescheid sagen. So, jetzt haben wir zwei Weihnachtswünsche bekommen. Die Reitstrecken habe ich hier fertig. Wir könnten jetzt hier auch eine Quest annehmen. Wir gucken mal, was das für eine ist. Hallo. Das ist die Reitstrecke hier. Das ist schön. Das ist nicht verkehrt, da mehr zu bekommen. Hey, du willst die Reitstrecke ausprobieren? Ich gucke zu. Ich bin übrigens Pauline. Hallo Pauline, ich bin Brielle. Ja, gut, probieren wir aus. Und dann haben wir ja wieder eine Reitstrecke mehr. Es ist schon wenig. Ich habe jetzt ja versucht, Wild Beauty zu leveln. Hab ja nun auch ein bisschen was geschafft an Level. Aber es ist schon schwierig. Man hat, wenn wir haben nur so wenig Rennen irgendwie. Das ist gar nicht so wirklich viel. Und ja, dann kann man gar nicht viel leveln. Es ist schon immer schön, wenn man mehrere Rennen hat. Dann geht das doch zügiger. So. Ah! Das kommt wieder das ganze Gequatsche. Das lenkt mich immer ab. Deswegen verbocke ich immer das Springen und so. Das kommt alles nur, weil ich zu viel rede. Vielleicht sollte ich einfach bei den Rennen anfangen, die Klappe zu halten. Also wenn wir später mal so richtig Rennen
machen, so mit die Championate und so. Ich lese mich da gerade ein bisschen ein. Auch so, was die ganzen Attribute und so angeht, lese ich mich gerade so ein bisschen ein. Und ja, die Championate sind ja schon echt interessant, ne? Und da freue ich mich ja schon drauf. Und wenn wir das dann irgendwann mal machen, dann muss ich die Klappe halten. Dann gibt es das alles nur stumm. Ich glaube, sonst kann ich mich da absolut nicht drauf konzentrieren. Ah, hängen geblieben. Das ist nicht gut. So, und die nächste Hürde. Bleibe ich hängen. Da bleibe ich immer hängen. Da kann ich machen, was ich will. Da bleibe ich hängen. Okay, dann haben wir die Strecke ausprobiert. Wunderbar. Ey. Ja. Tolle Strecke, oder? Ich bin ziemlich stolz drauf. Ich meine, nicht, dass sie mir gehört oder so, aber du weißt schon, dass ich sie benutzen kann und so. Ich habe ein paar andere Strecken ausprobiert, aber keine kann mit dieser mithalten. Ich will nicht eingebildet klingen oder so. Ich bin einfach nur dankbar. Manchmal kann ich einfach nicht die Klappe halten. Naja, schön dich zu sehen. Wir sehen uns dann später, Brielle. Jawohl, komm, gib mir gleich nochmal. Dann können wir nämlich gleich auch ein paar EPs für Wild Beauty abgreifen und nämlich Level 6 machen. Sonst würde ich das jetzt gar nicht machen, hätte ich das jetzt offscreen gemacht, aber hey, die ist wirklich kurz vor Level Up. Das machen wir jetzt schnell. Und die Strecke geht ja auch eigentlich relativ gut. Und von dem her können wir die durch nochmal machen. Hilfe. Ich habe so die letzten Tage, eigentlich ja seit letzte Woche, ach verdammt, seit dem letzten Update, als das große Update kam, das Weihnachtsupdate, habe ich so ein bisschen Performance-Probleme. So ab und an. Ich hoffe, man merkt das in den Aufnahmen nicht zu sehr, aber es ist schon, das Spiel fühlt sich so ein bisschen ruckelig an. Ich bin bei 30 FPS in der Aufnahme, also das scheint alles überhaupt gar kein großes Problem zu sein, was FPS angeht, aber es fühlt sich ruckelig an. Und ja, mal schauen, ob sich das jetzt dann demnächst bessert, weil sie sollen ja an den Servern arbeiten und die für Weihnachten rüsten. Und da halt so ein bisschen für sorgen, dass sie nicht zu schnell zusammenbrechen und nicht überlastet sind. Und ich hoffe, dass das dann sich ein bisschen gibt und wieder ein bisschen besser wird. So. Ah, und jetzt? Ah, da kann ich mich drauf konzentrieren, wie ich will. Das geht einfach nicht. Verdammt. Ich werd diese Hürde werde ich üben. Ich werde nur diese Hürde üben. Stundenrund, bis ich es endlich kann. Ich werde jetzt hier, nachher werde ich nach der Aufnahme werde ich nur noch dieses Rennen machen. Gott sei Dank kann man die ja eigentlich unendlich oft machen. Und von dem her, ja, werde ich die üben. Ich bin wahnsinnig gut, ja, finde ich auch. Ich finde mich auch immer gut. Ah, Level Up! Sabine? Wir haben einen Quest bei dir. Ach so. Ja, ich weiß schon. Aber wir wollen jetzt ja erstmal die Weihnachtssachen zu Ende bringen, würde ich sagen. Frohe Weihnachten hier und frohe Weihnachten da sind Jorberg Center. Die kam jetzt neu dazu mit dem Update. Was kam? Es kam jetzt diesen Mittwoch, also gestern für mich, für euch ist das schon ein paar Tage her. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage das sein werden, aber 2, 3 Tage wird das schon her sein. Ich würde jetzt tatsächlich vorschlagen, dass wir. Ach ja, Mann, im Urlaub, genau. Ach Gott. Warum habe ich kein Dings im. Doch, hier, Silverglade Village. Das machen wir als nächstes. Wir machen jetzt als nächstes die Quest in Silverglade Village für den Ratsmann. Dann gehen wir.
Halt, jetzt habe ich die Einfahrt verpasst. Dann gehen wir Kerzen gießen, weil wir da ja hinreiten müssen. Und das ist von Silverglade Village aus das nächste, glaube ich. Oder ist das von hier am nächsten? Nee, Silverglade Village ist das nächste. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir ins Shopping Center gehen. Weil da gibt es dann die neuen Weihnachtsfests jetzt, die eingeführt worden sind. Und ja, wir das da erstmal machen. Und dann können wir später weitermachen in Jalaheim. Denn wir hatten ja bei Stein die täglichen Quests, wo wir eben den Ruf erhöhen mussten, um zu erfahren, wo Hermann ist. Und der Ruf ist nun voll. Ich habe die Dailies heute gemacht und habe den Ruf damit voll gemacht. Und sprich, dort können wir dann jetzt auch mit der ganz normalen Quest weitermachen. Aber jetzt machen wir erstmal hier beim Ratsmann weiter. Wir brauchen Lametta, schönen, silbernen, glitzernden Weihnachtslametta. Die Baroness trägt normalerweise immer den traditionellen Lametta bei. Ihr Lametta ist Jahrhunderte alt, es ist also richtig gut. Gut, jetzt das heißt, wir müssen wieder zurück zur Baroness. Immer hin und her und hin und her. Das macht nichts. Wir haben ja den Transporter. Und genug Schillinge auch. Also ist das völlig in Ordnung. Obwohl. Doch, nee, wir machen das zuerst. Wir machen das jetzt zuerst. Wir machen das fertig. So, Frau Baroness, ich brauche Lametta, gib mir dein Lametta. So. Hallo Brielle, es ist wieder Zeit, den Lametta hervorzuholen. Das sollte gehen. Hier herrscht Ordnung. Bitte sehr, Lametta für den Ratsmann, so dass ihr schön dekorieren könnt. Ja, das gefällt mir. Das ist schön. So, jetzt können wir auch schon wieder zurück. Das war jetzt nur ein kleines Hin und Her. Und dann machen wir da fertig. Im Shoppingcenter gibt es übrigens auch, so wie ich gelesen habe, neue Kleidung. Das Ding ist, ich weiß ja nicht mal genau, wie die alte ist, weil ich mich da ja noch nicht so wirklich mit beschäftigt habe. Wir haben ja immer noch momentan viel mit Questen zu tun und ja, und gar nicht so viel Zeit irgendwie, aber wir haben 4.900 Jorvik-Schlinge. Und ich muss gerade mal gucken, habe ich hier, das ist Weihnachtsding, ne? Alles Weihnachtsdings. Ich würde da eventuell ganz gerne mal gucken, ob wir nicht vielleicht neues Saumzeug oder so kriegen, wo ein bisschen bessere Werte drauf sind. Müssen wir mal schauen. So, strahlender Lametta. Er sieht jedes Jahr schöner aus. Nimm den schönen Lametta und mache den Baum noch schöner. Ei, ei, Sir. Machen wir. So. Okay. Einmal Lametta, zweimal Lametta, dreimal Lametta und viermal Lametta. So viel Lametta. Yay. Lametta ist ein Teufelzeug. Ich meine, so geht das ja, wenn das so an so Dingen dran ist, aber Lametta aus dem Baum pulen ist schon echt übel. Das musste ich als Kind immer machen, weil meine Eltern den immer aufbewahrt haben, haben den halt viele, viele Jahre benutzt, weil das ja so, ja, Umweltzeugs, das ist ja total heftig irgendwie, wenn da jeder sein Lametta wegschmeißen würde. Und auf jeden Fall musste ich den als Kind immer aus dem Baum popeln und dann eben ordentlich irgendwie über so einem Papier legen und oje, ganz, ganz schlechte Erinnerung an Lametta. Für uns war Neujahr immer Lametta pulen. Das war immer ganz, ganz übel, dieser Tag. Okay, danke, Brielle. Du bist wirklich gut darin, Bäume zu schmücken. Ja, bin ich. Der sieht schön aus. Sehr, sehr schön. Okay, gut. Bin ich fertig? Nö, bin ich nicht fertig. Hat er wieder neue Quests. Dieses Jahr müssen wir wirklich ein wenig mehr Luxus vermitteln. Deswegen werden wir auch goldene Kugeln haben. Ich habe diese Kugeln als an Felix verliehen. Sprich mit ihm. Er steht direkt beim Springbrunnen. Okay. Machen wir. Felix, ich soll mit dir reden. Hallo Felix. Hallo Brielle. Die Goldkugeln? Lass mich schauen. Jetzt muss ich nachdenken. Ich erinnere mich.
Das ist schön. Jetzt weiß ich wieder. Letzten Sommer habe ich eine Schatzsuche für alle Kinder organisiert. Damit es aussieht wie ein echter Schatz, habe ich die Goldkugeln geliehen und sie in der Nähe des Schlosses versteckt. Das Problem war, dass die Schatzjagd zu schwer war und niemand den Schatz finden konnte. Das ist aber schon ein bisschen her, also weiß ich auch nicht mehr, wo ich sie versteckt habe. So schwer war die Schatzjagd. Was ich mich noch erinnere, ist, dass ich den Schatz beim Fuß des Schlosses versteckt habe. Auf der westlichen Seite. Suche dort und komm dann zu mir zurück. Ja. Okay. Ich weiß, wo der Schatz ist. Ich habe die Quest erst gemacht. Ich habe mich tot gesucht. Also wirklich, ich habe so lange gesucht. Jetzt muss ich erstmal den Weg zum Schloss finden, ne? Ich habe echt heftig lang gesucht. Wo ist denn jetzt das Schloss hin? Das ist doch groß. Ach, da. Quatscherei. Das ist also, ne, reden und spielen gleichzeitig, das ist schon eine Kunst. Also ich habe auf jeden Fall, habe ich ewig lang gesucht. Ich bin um dieses Schloss umzugeritten und habe gedacht, Mann, das gibt's doch nicht. Und alles, was funkelt, da habe ich irgendwie schon angeguckt gehabt. Und, ja. Und ich bin da echt bald verzweifelt. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Die wollen mich doch veräppeln, denn hier wird ja auch nichts mehr angezeigt. Großartig, ne? In Orange oder so. Und eben hier draußen sieht man ja, ne? Ich hoffe, dass der an der gleichen Stelle ist. Du hast nichts Interessantes gefunden. Und überall umzu sind eben diese Sachen und man kann die anklicken und irgendwann war nichts mehr da und ich bin verzweifelt. Und diesen Gang hier hoch habe ich nicht gesehen gehabt. Und hier habe ich die dann allerdings gefunden. Das hier müssten sie theoretisch sein. Also wie gesagt, ich hatte wirklich, ich habe ewig lang gesucht. Ich habe bestimmt eine gute halbe Stunde dran gesessen und bin hier immer im Schloss umzu. Ja, Gott sei Dank habe ich das schon vorher gemacht und wir müssen das jetzt nicht hier im Let's Play machen. Das wäre nämlich schon ganz schön doof gewesen. So, dann können wir das schon wieder abgeben. Yay! Ich finde diese Hufe, finde ich so goldig. Ich finde das so klasse, diese riesen Hufe irgendwie. Das ist schon, ja, ist schon krass. Finde ich cool. Könnte ich den ganzen Tag springen. Und hier ist Springen verboten. Wie gemein. Ach nee, zu Felix, gar nicht zum Ratsmann. Klar, natürlich. Leicht durcheinander. So. Du hast den verschwundenen Schatz gefunden. Du warst sehr fleißig, Brielle. Niemand hat den Schatz finden können. Ich sollte meinen Schatzsuchen nicht mehr so schwer gestalten. Ja, finde ich auch. Zum Glück hast du die goldenen Kugeln gefunden. Du kannst sie sofort an den Baum hängen und dann wird der Ratsmann sich freuen. Okay, machen wir das doch. Sechs Stück, okay. Wir haben 8 Weihnachtsfragmente. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Okay. So. Haha, du musstest also nach den Kugeln suchen, weil sie für eine Kindersuche versteckt wurden. Das ist ja lustig. Zum Glück hast du sie gefunden. Der Baum sieht umwerfend aus. Ja, absolut. Okay, dann schauen wir mal. Zuckerstangen müssen wir noch an den Baum hängen. Elisabeth macht diese eigentlich jedes Jahr. Sie ist eine Expertin darin, Zuckerstangen zu machen. Reite nach Valedale und schau nach, ob sie mit den Stangen für dieses Jahr fertig ist. Okay, dann lohnt sich das ja gleich doppelt dahin zu reiten. Wir müssen dann ja wegen 2 Quests zu ihr hin. Das machen wir dann allerdings im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.